Wer in diesen Tagen in den Westchor des Bamberger Doms blickt, der wird sich vielleicht wundern. Dort ist eine riesige, weiße Wand zu sehen. Es handelt sich um ein Fastentuch. Eine Tradition, die vor allem im Mittelalter weit verbreitet war, die aber inzwischen immer wieder von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aufgegriffen wird. In dem Fall ist es ein ganz großartiges Werk der Gärtner Künstlerin Lisa Huber aus Villach stammt, der Partnerstadt von Bamberg. Das war für uns natürlich noch ein zusätzlicher Grund, sie einzuladen, ihr wunderbares, über 16 Meter hohes Fastentuch dann hier im Bamberger Dom zu präsentieren und diesem Raum damit eben auch einen neuen inhaltlichen Mittelpunkt in der Fastenzeit zu geben. Einen neuen Mittelpunkt, der kaum zu übersehen ist. Denn mit dem Fastentuch wird ganz bewusst ein zentrales Element der Kathedrale und des Christentums verdeckt. Fastentücher dienen in erster Linie natürlich dazu, die Darstellung der Kreuzigung Christi in der Fasten- und in der Passionszeit zu verhängen, sie also verschwinden zu lassen, um diese Leerstelle auch bewusst zu machen. Dem Tuch kommt auf diese Weise eine symbolische Wirkung zu. Es ist ein Störer. Es führt die Periode der Abwesenheit Jesu Christi und seinen Opfertod unweigerlich vor Augen. Doch es transportiert auch eigene Inhalte. Künstlerin Lisa Huber hat sich bei der Konzeption vor allem am 90. Psalm des Alten Testaments orientiert. Mein Herr, das ist der Anfang des Psalms, mein Herr, du bist ein Haag uns gewesen, in Geschlecht um Geschlecht. Das Ende des Psalms heißt, das Tun deiner Hände richte auf über uns, das Tun deiner Hände richte es auf. Es ist die ganze Geschichte der Menschheit drinnen. Diese Geschichte, die Menschheit mit all ihren Schwächen, in ihrer fragilen Existenz, stellt Huber in abstrakten Bildelementen dar. Und die sind nicht einfach nur Abbildungen. Sie fordern den Betrachter auf, sich einzubringen. Es sind geheimnisvolle Zeichen. Es sind aber auch Lehrtafeln drauf. Das heißt, der Betrachter kann auch sein eigenes Zeichen draufsetzen. Wer das eindrucksvolle Fastentuch einmal genauer unter die Lupe nehmen und vielleicht gedanklich sein eigenes Zeichen setzen will, kann das im Bamberger Dom noch bis zum Karfreitag tun. Oder sich im Diözesanmuseum Bamberg eine kleine Präsentation zur Entstehung des Tuches und zum Schaffen der Künstlerin Lisa Huber ansehen.